Hiho und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Verteidigungsfreunde, zu Castle Story. Ja, wir sind beim großen Auffüllen. Einfach mal so mittendrin statt nur dabei. Ich hätte eigentlich schwören können, ich habe die das letzte Mal zum Query gesch zum Plätten geschickt. Oder habe ich sie schon wieder umgeswitcht? Weiß ich gerade gar nicht. Muss ich zugeben, bin ich mir unsicher. Ich weiß bloß, sie machen schon wieder einen Schweizer Käse hier. Aber wenigstens klappt das nach unten graben besser. Als das Abtragen eines Berges. Na gut, du hast eingesammelt, aber nicht alles. So, schicken wir die erstmal wieder zum Fletten, bis die anderen das Stück hier fertig haben. Ja, 680 Steine brauchen wir hier wieder noch. Während wir hier unseren riesigen Steinbruch haben. Also ja, durch das Tunneling an den Rändern können wir da noch viel mehr rausholen. Wie gesagt, ich hätte noch hier ein bisschen machen können. Also kein Leck. Tunnel bitte. Das hier hätte ich halt noch aushöhlen können. Hätte ich eigentlich immer noch machen. Wobei, dann sieht es nicht so sauber aus, wie es jetzt gerade aussieht. Hier sieht es ja einigermaßen. Der Ausbuchtung, da sieht es da etwas komisch aus, wahrscheinlich. Nee, lassen wir es so, wie es ist. So, die sind hier bald fertig.
Ja, die letzte Ebene macht wirklich auch Fortschritte. Jetzt nur noch 22. Also 11 Fuhren insgesamt. Da haben wir wieder zwei, die sich verkeilt hat. Okay. So, dann switche ich die jetzt langsam mal zum Query wieder um. So. Einen nach dem anderen. So, und dann kann ich dich wieder auch zum Query umswitchen, Chippo, wenn du gleich fertig bist. Dann kann ich die restlichen anderen alle. Ich find's toll, wie sie das teilweise nicht annehmen, die Befehle. Ihr habt's gerade gesehen, oder? Ich sag Query und er springt wieder zurück auf den Flat Task. Ich habe auch keine Ahnung, warum. So, ich frage mich eigentlich, was der Letzte aufbilden will. Ah, gar nichts, der kommt einfach nur angelatscht. Also geben wir dem gleich den Auftrag, hier zu arbeiten. Warten, bis McCoy kommt, um den letzten Stein aufzufüllen.
Kommt sogar nur mit 10 Steinen. Warum auch immer. Wahrscheinlich, weil in der Kiste nur noch 10 Steine lagen. So. Das heißt, hier wird fleißig gegraben. Fleißig gegraben und Steine aufgefüllt. So, gleich den nächsten Flatten-Task. Ich bin froh, dass das so gut klappt hier. So. Wenn nämlich unsere Steinvorräte wieder voll sind, dann können unsere Berry-Arbeiter hier flatten. Na gut, dann geh da weitermachen, wenn du dich aufräumen willst. So, jetzt ist wieder alles ordentlich. Die hier sind wieder mal nicht ordentlich. Los, geh, bring dein Zeug weg. Also. Ja, selbst wenn sie... Ganz ehrlich, selbst wenn sie nur einen Schacht runterbuddeln, machen sie Probleme, da sieht man's. Lassen einen Haufen liegen.
Ein einzelner Stein. Bei irgendeiner 11 hatte statt 10. Ich habe echt keine Ahnung, wie die das immer schaffen. Na, bald ist die zweite Ebene auch weg. Oder so. Jetzt muss ich die wieder mal Mikro managen. Noch haben wir Platz. Also können sie noch weiterarbeiten im Quarry. So, jetzt können wir das mal breiter ziehen. Mal sehen, was passiert. Sie springen natürlich runter, nachdem sie den ersten gesetzt haben und setzen den zweiten irgendwo in der Pampa. Mal wieder. Typisch Big Tons. Whatever. Naja, ist aufgegangen.
Tunnel ist 3, nicht 4, wo? What? Tue ich mich gerade? Nee, Tunnel ist 4 hoch.